Im Dunkeln verwandeln sich ganz normale Orte für uns Frauen manchmal in wirklich unangenehme Gegenden. Der eine griff mich dann auch direkt an. Was würde denn hier helfen? Kannst du mich noch hören? Als Redakteurin bin ich oft in unterschiedlichen Städten unterwegs. Da wird es auch mal später und ich hatte auch schon ein wirklich schlimmes Erlebnis in einem dunklen Park mit einer Gruppe Betrunkener. Die kamen halt mir immer näher und der eine griff mich dann auch direkt an, also fasste mich an der Schulter und ich habe dann nur noch meinen Hund gerufen, der kam dann und dann ist alles noch mal gut ausgegangen. Sie hat dann gebellt und mich dann gerettet. Seitdem habe ich mindestens mein Telefon in der Hand, wenn ich allein unterwegs bin. Jetzt will ich wissen, was so Hilfsmittel denn wirklich bringen. Ich habe hier dieses Tierabwehrspray oder auch Tränengas genannt, dann diesen Piepsalarm und dieses Telefon, mit dem man noch eine ganze Menge Dinge machen kann. Und diese Dinge sollen uns sicher nach Hause bringen. Ich möchte natürlich wissen, was das bringt, teste ich gleich. Aber vorher frage ich jemanden, der sich mit dem Thema auskennt. Martina Baumgart vom LKA Hamburg ist Expertin für polizeiliche Prävention. Sie empfiehlt, wenn man unangenehm angesprochen wird, am besten nicht mit der Person zu reden, sich ganz klar abzugrenzen. Sollten Sie doch mit ihm sprechen müssen, im Sinne von hören Sie bitte auf, ist es ganz wichtig, dass Sie ihm tatsächlich das Sie benutzen, damit also Außenstehende auch erkennen, das ist jetzt hier nicht etwa ein Paar, wo die Kommunikation gerade ein bisschen in Schieflage gerät. Und ansonsten stellen Sie Öffentlichkeit her. Also ganz konkret sagen Sie mit der roten, blauen, gelben Jacke, bitte helfen Sie mir, dieser Mann belästigt mich. Martina Baumgart sagt, Hilfsmittel wie zum Beispiel mein Spray können Konflikte schnell eskalieren lassen. Ich glaube, es verhilft mir zu einem sichereren Gefühl. Und ein sicheres Auftreten schreckt Täter meist ab, so die Expertin vom LKA. Und deswegen probiere ich heute diese Dinge mit dem Handy, einer App und das sogenannte Heimwegtelefon, Tränengas und einen Schrillalarm. Ich installiere als erstes eine sogenannte Heimweg-App. Via GPS-Signal kann hier ein von mir festgelegter Kontakt parallel auf einer Karte meinen Weg verfolgen und ist per Kurzwahl erreichbar. Wichtig, mein Kontakt sollte darüber informiert sein. Ich rufe meine Freundin Katharina an. Möchtest du mein Notfallkontakt sein? Aber immer. Wichtig ist, dass du halt die nächste Stunde dir nichts vornimmst, weil so lange brauche ich, um heile nach Hause zu kommen. Ich mache mich auf den Weg nach draußen durchs Treppenhaus und in den Fahrstuhl. So, jetzt schreibt mir die Katharina, wo ich denn bin. Jetzt hat sie mich kurz nicht gesehen, dann hat sie mich wieder gesehen. Also es ist ganz klar, die App hat im Fahrstuhl nicht funktioniert und im Treppenhaus auch nicht durchgehend funktioniert. Aber jetzt auf der Straße geht's wieder. Ich komme auf meinem Heimweg an einigen dunklen Orten vorbei. Dass meine Freundin das mitverfolgt, gibt mir ein gutes Gefühl. Irgendwie ungerecht, dass ich mir als Frau solche Gedanken machen muss. Dabei können auch Männer dazu beitragen, dass so dunkle Ecken uns weniger stressen, indem sie hier zum Beispiel einfach Abstand halten, wenn sie uns allein begegnen. Ich fahre mit der Bahn etwa 20 Minuten bis zu meinem Zielbahnhof. Hier bin ich zu manchen Zeiten wirklich komplett alleine. Mit der App fühlt es sich aber nicht so an. Allerdings gab es auch Momente, wo der Empfang des Signals nicht stark genug war. Das heißt, da konnte mich dann niemand begleiten und das ist natürlich schlecht. Aber die Frage ist, ob die App da etwas dafür kann oder ob einfach, ja, das manchmal dann das Gebäude ist oder das Signal einfach zu schwach ist. Durch die Technikabhängigkeit wäre mir die App zu unzuverlässig. Für mich geht es zu Fuß weiter. Jetzt teste ich ein weiteres Hilfsmittel via Handy, das Heimwegtelefon. Unter dieser Nummer ist Donnerstag bis Sonntag ab 20 Uhr ein Team aus Freiwilligen erreichbar, die den Standort der Anrufenden verfolgen, sie begleiten und im Notfall die Polizei rufen. Erst funktioniert das ganz gut, doch obwohl ich mitten in der Stadt bin, bricht mein Gespräch immer wieder ab. Ich hab dich auch nicht gut verstanden. Da war irgendwie ein Problem mit dem Empfang, ne? Und jetzt geht's auch noch in die Unterführung. Hallo, kannst du mich noch... Oh, okay. Ja, jetzt bin ich hier in diesem Tunnel. Jetzt ist der Anruf unterbrochen worden von meinem Heimwegtelefon. Dabei habe ich eigentlich noch Empfang. Okay, das ist genau der Ort, an dem man nicht vom Heimwegtelefon unterbrochen werden möchte. Trotzdem fühlte ich mich in der Zeit, als es funktionierte, im Gespräch sicherer als alleine. Bei den Hilfsmitteln via Handy ist man aber leider von gutem Empfang abhängig. Und mir ist klar, bei einem Angriff schützt mich so ein Telefon nicht. Auf beides weisen auch die App-Anbieter hin. Aber mir haben sowohl die App als auch das Heimwegtelefon ein besseres Gefühl gegeben. Und so ein selbstbewusstes Auftreten ist definitiv von Vorteil. Weiter geht es mit dem Tränengas und dem Schrillalarm. Auf meinem Heimweg liegt ein Park, den ich ohne diese Helfer allein im Dunkeln jedenfalls nicht betreten würde.
Das Wissen, dass Tränengas dabei zu haben, hilft mir zwar, mich besser zu fühlen, aber... Da müsste ich das direkt schnell rausholen, zack. Und in der Situation dann auch umdrehen und den Sprühknopf finden und den richtigen Moment und sprühen. Das ist Sprühnebel. Es ist gerade total windig. Ich glaube, es könnte ein Eigentor werden mit diesem Pfefferspray. Kauf- und mitführende Sprays sind übrigens nur legal, wenn es als Tierabwehrmittel gekennzeichnet ist. Weiter geht es durch den Park mit unserem Schrillalarm. Kann man am Schlüsselbund leicht mitnehmen und erzeugt ein Geräusch von 140 Dezibel. Ungefähr so laut wie ein Kampfjet. Soll ja ganz einfach zu bedienen sein. Mal gucken. Oh Gott. Es ist laut. Es ist sehr unangenehm. Und genau das ist auch die Empfehlung der Polizei. Wir als Polizei raten tatsächlich immer zum Schrillalarm, weil die Teile, obwohl sie so klein sind, irrsinnig laut sind. Und man also keine Chance hat, sie auch zu überhören. Der Schrillalarm ist dann auch mein persönlicher Favorit heute. Einfach, weil nicht so viel schief gehen kann. Und genau das entsteht, was laut Polizei am meisten hilft. Die Aufmerksamkeit anderer Menschen, damit die dann helfen können. Und auch noch etwas trauen sich viele Frauen viel zu selten. Im Notfall die 110 wählen. Dafür sind die da.